Leute und willkommen zu einer neuen Runde Black Ops 2. Diesmal zock ich nicht, aber im Hintergrund seht ihr halt ein Gameplay, ein Nuklear-Gameplay von mir mit dem Onkel Gottex. Hallo. Heute mal ein anderes Video, so ein neues Projekt, wie auch immer. COD-Fakten oder unnützes Wissen, COD. Und ich hau jetzt erstmal den ersten raus. Es wurden schon mehr als 18 Milliarden Runden online gespielt. Also, okay, sehr, ist schon interessant. Also 80 Milliarden, das ist schon eine gewaltige Zahl. Schon eine Hausnummer. Zahl. Also wenn du überlegst, wie viel ihr gezockt habt, ne? Na, so rund 3000. Ja, so ungefähr. Ja, okay, Justin, hau mal den nächsten raus. Okay, Fakt ist, die wichtigste Regel in COD ist, verlass dich niemals auf deine Teamkameraden. Ja. Ja, damit hast du ja schon gute... Ja, ich verlasse mich nie wieder auf dich. Ja, ihr wollt einfach irgendwie rushen oder so, oder was auch immer, seid kurz vor Streak und die Teammates helfen einfach nicht. Ja. Ab und zu können sie halt nichts für, die checken nie was, aber trotzdem, das ist mega kacke. Ja, dann mach ich mal den nächsten. Jeder liebt es, Gegner fluchen zu hören. Ja, also wenn jetzt ja. Fehlt oder so und der die ganze flankt oder beleidigt, ist schon lustig. Er macht schon Spaß. Hat nur auch schon gute Erfahrungen. Ja. Okay, Fakt ist, jeder hat schon mal das Pech, dass seine Vorräte auf einem Dach gelandet sind. Ja, besonders wenn dann irgendwie richtig geile Streaks drin sind, Schwarm oder sowas oder AC-130. Ja, leider. Passiert so eine Scheiße. Ihr kennt das ja, wenn ihr so zockt, ne? Ihr verliert, ihr denkt euch, ja, juckt nicht oder so, ne? Und dann auf einmal... Seid ihr doch am Gewinnen, ne? Und dann schreit ihr, ja, easy, geowned, bitches. Ja, das kennen wir, ne, Justin? Ja, sehr gut. Ja. Okay. Ein Fakt ist, jeder ist schon mal gespawnt und ist sofort wieder gestorben. Und das immer wieder. Auch gute Erfahrungen. Ja. Wenn du respawnst einfach auf Hijacked oder so, instant von einem Schwarm gekillt oder Lotsa, whatever. Ja. Oder einem Spawn-Trapper. Man will immer nachladen, auch wenn nur eine Kugel aus dem Magazin fehlt. Ja, das ist irgendwie so ein ja, Tick, das ey. Ist aber sehr schlimm. Nicht jeder tickt so, aber ja, die meisten. Weiß nicht, ja. Ob man das hier im Gameplay bei mir sieht. Jetzt. Ja, zum Beispiel mit 11 Kugeln. Ja. 11 Kugeln. Zum Beispiel man killt nur einen Gegner und dann lädt man sofort nach oder so. Ja. Ja, hier 16 Kugeln hätten noch ein Gegner sein können. Ja. Okay Leute, jetzt mal ein schöner Zombie-Fakt. Jeder hat schon mal gesagt beim Zombie-Modus, oh Runde 1, ich will bitte mehr Zombies, und dann später hat er gesagt, oh nein, zu viele Zombies. Ja. Das ist jedem schon mal passiert. Ja, das denke ich mir immer nur, erste Runden sind so langweilig und dann irgendwann nicht mehr too easy, oder? Ja. So, jetzt ein Fakt, den viele Leute betrifft. Immer diese Zielsucher-Spasten. Also, ja. Man wird, wenn man von einem MG gekillt wird, entweder das ist so ein Apokalypto-Rap, der hier mit coolen Aufsätzen spielt, ne? Oder ein schöner Double-Kill, hätte ein Triple sein können, aber nachladen ist wichtiger. Ja. Was mach ich da eigentlich? Ich spiel irgendwie eine Fail-Waffe. Schon eh schief gehen irgendwie. Die ist nicht so fail. Ja. Ja, auf jeden Fall. Jeder hatte das schon mal, wenn jetzt irgendwie dich einer mit MG killt, so eine 50-50 Chance, dass das ein Zielsucher ist. Ja. Schon ein bisschen ärgerlich. Okay, dann mach ich mal weiter. Fakt ist, langsames Internet macht viele Kinder aggressiver als Killerspiele. Na, besonders bei mir. Ja, warte Leute, genießt erstmal kurz das Gameplay hier noch so nebenbei. Wir haben ein paar Aufnahmestunden. Ne, Justin? Nebenbei kann ich ja noch mal was ansprechen. Ja, dieses Projekt müssen wir sehen, wie das wird. Also, wie das ist oder so. Ich weiß noch nicht, ob es so viele Fakten gibt. Ja, doch schon. Ja, aber so, die so, auch so, ne? Gut und. So. Sekunden noch, wie er gut vorbereitet hier. Ja.
Ja, wusstet ihr schon, dass komplett, also außer AW oder Ghost, da wurden 34,3 Quadrillionen Schüsse abgegeben. Gott. Also, so wenig? Wenn ihr bis dahin so zählen könnt, ne, dann. Dann Respekt, ne? Ja. Ich meine, hab ich gesagt, nein, Spaß. Na, okay. Das ist so eine kleine Weisheit. Und zwar, man konnte in COD 2 mit Kartoffeln herumwerfen. Nein. Gott sei Dank habe ich das Spiel niemals gespielt. Bestimmt auch noch so One-Hit oder so, ey. Ja, sicherlich, irgendwie so Wurfmesser. Okay, dann hau ich jetzt mal nächsten raus. Ein Bild von einer AM94 und dann, ich liebe sie. Meine, jeder von den YouTubern spielt heutzutage die AN, so Barca und so, aber ich bin eher so ein Ska-Typ, ne? Aber ich weiß nicht. Ich mit der MP7. Ich mit der MP7. Ja, also ich meine, ich kann auch dazu was sagen, weil ich mit der Ska sehr oft gespielt habe. Ja, du hast ja jetzt ich, damit schon was mit 5000 Kills insgesamt. Ja. Ist auch schon eine Hausnummer. Okay, jetzt noch eine schöne Weisheit. Alle CODs, also abgesehen von Advanced Warfare, wurden jetzt schon zusammen insgesamt 188 Millionen Mal gekauft. Und das ist schon übertrieben, wenn man bedenkt, dass Ghost kacke war und sich so wenig Leute das Spiel gekauft haben. Ja. Wie viel nochmal? 188 Millionen Mal. Okay. Jetzt war noch eigentlich ein bisschen Fakt. Hier hat man die Nuklear noch gerissen. Das wird auch der letzte Fakt sein. So ein Bürokaufmann oder so, ruf dich an oder so. Wir klären das auf Nuketown, so, ne? Da wisst ihr schon, was das heißt. 1 gegen 1. Auch relativ lustig. Ich bin jetzt nur zu faul, irgendwie die Bilder reinzufügen, weil ich das. Ne? Aber ist ja jetzt auch nicht so schlimm. So, hier mit diesem Tod verabschiede ich mich und bis zum nächsten Mal. Tschüss.